Hallo, wir sehen uns hier im Deichkind Country Loft. Wir haben hier viele Jahre das Deichkind gemacht, 10 Jahre lang. Bio-Küche, schon Fine-Dining-Bereich und haben uns nach 10 Jahren gedacht, wir geben mal den Betrieb an jüngere Leute ab und hatten aber ja noch ein großes Grundstück hier, wo man Ferienhäuser und Wochenendhäuser bauen kann. Und nachdem wir so ein halbes, dreiviertel Jahr Pause und Ruhe gemacht haben, haben wir uns dann mit der Familie zusammen darüber Gedanken gemacht, was wir aus dem Grundstück machen. Und wie man jetzt im Hintergrund sieht, wir haben kleine Tiny House Container, wir haben kleine Tiny House Zelte. Auch hier wollen wir wieder, genau wie früher im Restaurant, uns biozertifizieren lassen, alles nachhaltig gestalten. Wir achten darauf, was für Reinigungsmittel wir haben. Wir haben sehr viel Wert auf die Betten und Matratzen gelegt, mit Naturlatexmatratzen, mit Rosshaartoppern, dass man wirklich gut schläft, was für uns persönlich immer wichtig war, wenn wir auf Reisen sind. Genauso wie wir bei unserem Frühstück darauf achten, dass das alles Bio ist. Wir arbeiten da, wie früher auch in der Gastronomie, mit dem Naturkostkontor zusammen, die uns beliefern mit halt Obst und Gemüse und mit Milch und mit Käse und mit all den Dingen, die man so für ein gutes Frühstück braucht. Und teilweise machen wir natürlich fürs Frühstück auch immer noch Sachen selber, wie Antipasti und Kleinigkeiten, die es dazu gibt. Das sieht man auch bei uns im Garten. Wir haben viel eigene Obstgehölze hier und wenn die Sachen reif werden, die Tomaten früher, jetzt kommen die Pflaumen und so weiter, dann nehmen wir das auch praktisch für das Frühstück und für die Gäste mit dazu. Das ist uns sehr wichtig. Auch der Pool, den wir im Hintergrund sehen, ist ein Naturwasserpool ohne Chemie. Wir haben auch einen Frosch, der seine Heimat im Pflanzbereich gefunden hat. Das gehört alles dazu. Wir sind hier mitten im Grün, wir sind hier mitten in der Erholung, in der Entspannung. Zur Weser vorne mit einem kleinen Strand sind es 100 Meter. Kann man auch ein Kajak mitbringen und mit dem Kajak ins Wasser gehen. Und zur anderen Seite ist der Deich mit der Wesermarsch dahinter, wo man lange Spaziergänge machen kann, wo man Fahrrad fahren kann. Der Weserradweg geht direkt bei uns vorbei. Kunst und Kultur in Bremen, das ist alles nicht weit. Alles in Fahrradnähe. Und wenn man in die andere Richtung fährt, hat man heute wunderbarerweise eine Wasserskischleppanlage am Eutersee. Dort ist man auch in einer Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Fahrrad. Und was wir gerne noch hier in Zukunft umsetzen möchten, ist so ein bisschen Verbindung zu Kunst und Kultur. Meine Frau Martina malt seit vielen Jahren im Atelier. Jetzt werden auch nach und nach ihre Bilder in den Containern mit aufgehängt und dann möchten wir gerne andere Künstler praktisch mit ihren Bildern in die Container hängen. Immer mit echter Kunst von Menschen. Und so soll es eigentlich auch auf dem Grundstück weitergehen. Wir haben jetzt die erste Veranstaltung mit klassischer Musik, mit Profimusikern, einer wunderbaren Opernsängerin und im Anschluss noch auch mit Jazzmusik, auch von Profimusikern. Auch das soll 2025 weitergehen, jedes Jahr 2 Events. Das glauben wir, ist eigentlich auch das Richtige für unsere Gäste.